Hallo zusammen, ein neues Video von mir und zwar gibt es heute den zweiten Teil meiner matten Lippenstift-Reihe sozusagen und ich lege auch gleich los mit dem ersten matten Lippenstift und zwar von NYX. Da habe ich die Farbe Euro Trash und das ist ein auch sehr, sehr schöner Farbton, nämlich dieser hier. Für mich auch eher so eine Herbstfarbe, sehr, sehr schön die Farbe auf jeden Fall. Was sage ich zu diesem Lippenstift? Fangen wir an mit dem Auftrag. Ich finde den Auftrag sehr angenehm. Man kann da die Lippen am Anfang dann doch noch ein bisschen aufeinander reiben und pressen. Allerdings ist er doch dann eher trocken und trocknet die Lippen auch aus. Hält dafür aber auch relativ gut. Also ich finde, das ist so ein Lippenstift, so ein Mittelding in beiden. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall eine 3 geben vom Tragegefühl, weil er ist schon eher auf der trockenen Seite, aber auch nicht super trocken. Und ich würde ihm auch von der Haltbarkeit eine 3 geben, weil er gut auf den Lippen hält, aber nicht super lang. Also so ein Mittelding. Ich finde die Lippenstifte erstaunlich gut, muss ich sagen. Und ich finde auch die Farbauswahl eigentlich sehr schön. Ich denke, dass ich mir davon auch noch den einen oder anderen zulegen werde. Eine Empfehlung ist es auf jeden Fall, unter diesem auch eine Lippenpflege zu tragen. Dann habt ihr eben ein etwas besseres, feuchteres Gefühl auf den Lippen und auch ein bisschen besser. Dann kommen wir zu den ColourPop Lippy Sticks. Einmal die Farbe Lumiere. Eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Ganz, ganz tolle Farbe für den Herbst. Und die Farbe Brink, das ist eben auch ein mattes Finish. Und das ist ein sehr warmes Braun. Also hat schon Orange-Anteile drin. Deswegen jetzt für mich nicht so die optimale Farbe. Ich finde diese beiden super cremig im Auftrag. Also die lassen sich super gut auftragen. Sind dann wirklich sehr, sehr cremig im ersten Augenblick. Und ich finde sie auch nicht 1000%ig matt. Also am Anfang sind sie wirklich ein bisschen glänzend auf den Lippen, eben auch durch diese Cremigkeit. Und ich muss sagen, dass sie relativ gut halten, allerdings im Laufe der Zeit die Lippen extrem austrocknen. Also ich finde nicht, dass es wirklich jetzt so super tragbare matte Lippenstifte sind, denn ich finde, sie sind vom Auftrag super toll, am Anfang super toll. Man braucht extrem gepflegte Lippen, finde ich, bei diesen, weil es sonst sehr stark auffällt, habe ich so den Eindruck. Von daher, vom Auftrag würde ich denen eine gute 3 geben. Tragegefühl auch eine 3. Ich würde euch da auf jeden Fall auch eine Lippenpflege unterempfehlen. Haltbarkeit des Lippenstifts eine 4. Also ich finde die jetzt nicht so super langanhaltend. Finde ich die nicht, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch so ein gutes Mittelding. Ich finde, es sind schöne Lippenstifte. Das, was ich von diesen Lippenstiften erwartet habe, was ich eben vorher gehört hatte im Vorfeld, haben sie bestätigt. Es sind schöne matte Lippenstifte, die sich super gut auftragen lassen, eben auch durch diese Form auf jeden Fall. Ich finde sie aber jetzt nicht so lang anhalten, dass ich sage, boah, das sind die besten Lippenstifte, die ich jemals hatte. Das auf jeden Fall nicht. Gute Lippenstifte, die ich euch auch empfehlen kann, würde ich mir auch kaufen, wenn ich da rankommen würde, leichter, weil farblich natürlich online sehr, sehr schwer zu sehen ist, welche Farbe einem wirklich gefällt. Aber es sind jetzt auch nicht meine Lieblingsmatten Lippenstifte, das auf jeden Fall nicht. Gehen wir weiter, und zwar habe ich hier zwei von Lorac, die sich nennen Pro Matte Lip Color. Einmal habe ich die Farbe Pink Taupe und einmal die Farbe Mauve. Auch Stifte zum Hochdrehen, das ist natürlich auf jeden Fall toll. Diese Lippenstifte sind ja so mittelteuer. Ich würde sagen, ich glaube 18 Dollar habe ich bezahlt. 18 Dollar für einen. Und die Farbe Mauve. Das sind diese beiden, das ist eben Mauve und das ist, was habe ich gesagt, wie heißt da? Pink Taupe.
zwei sehr, sehr schöne Farben. Die lassen sich sehr, sehr gut auftragen, eben auch durch diese Stiftform. Das sind aber tatsächlich Lippenstifte, von denen ich euch dringend abraten will, denn diese Lippenstifte sind am Anfang, wenn man sie aufträgt, angenehm zum Auftragen, aber dann sind sie sehr, sehr schnell richtig trocken auf den Lippen. Keiner meiner matten Lippenstifte trocknet meine Lippen so stark aus wie diese beiden hier. Und die Haltbarkeit aber auch nur eine 4 ist. Also ich finde, die sind wirklich dafür, dass sie so trocken sind, nicht haltbar genug, finde ich. Also ich habe andere Lippenstifte, die nicht so trocken sind und länger halten wie diese beiden hier. Von daher würde ich die euch auf jeden Fall nicht empfehlen wollen. Was sehr schade ist, weil die Farben wirklich toll sind, aber die wirklich so trocken sind auf den Lippen. Wenn ich diese trage, ich das Gefühl habe, nach kürzester Zeit, ich brauche unbedingt eine Lippenpflege. Und sie, wie gesagt, dann dafür auch nicht halten. Also wenn man da denken würde, die sind super trocken, die müssten gut halten, tun sie leider nicht. Dann kommen wir zu diesem Schätzchen hier. Und zwar ist das einer von Milani, mein neuester. Die 61 Matte Naked. Eine wunderschöne Farbe. Ich trage ihn auch gerade. Ein Lippenstift, den ich sehr, sehr liebe. Dieser Lippenstift gehört absolut zu meinen Top 3 Lippenstiften. Erstmal die Farbe wunderschön. Ich finde sie super toll. Ein sehr, sehr schönes Braun, aber sehr tragbar. Eine tolle, tolle Farbe. Ich bin sehr gewillt, mir von diesen noch andere Farben zu bestellen, weil ich die Textur unglaublich gut finde. Ihr habt das Gefühl, ihr habt überhaupt nichts auf den Lippen. Der ist sehr leicht im Auftrag, sehr dünn im Auftrag. Ihr könnt die Lippen danach auch nicht mehr wirklich verreiben, weil der Lippenstift schon dann irgendwie trocknet. Also ihr habt aber auch so gut wie keine Abgabe. Also dieser Lippenstift ist sehr leicht auf den Lippen und ihr habt, wie gesagt, so gut wie keine Abgabe. Also Tragegefühl gebe ich dem auf jeden Fall eine 1, weil ich finde, der ist am angenehmsten zu tragen für mich. Von allen matten Lippenstiften, die ich besitze, ist das wirklich der angenehmste vom Tragegefühl. Und die Haltbarkeit, da würde ich ihm eine 2 geben. Denn er hält schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, er gibt ja auch nichts ab. Und er hält ein paar Stunden auf jeden Fall. Wenn ihr euch allerdings darunter versprecht, dass der jetzt wirklich super feuchtigkeitsspendend ist, nein, das ist er nicht. Es ist eben ein matter Lippenstift und er ist auch matt. Aber für dieses Gefühl, was ihr auf den Lippen habt und die Haltbarkeit, finde ich ihn optimal auf jeden Fall. Ich mag den sehr, sehr gerne und ich werde mir auf jeden Fall weitere dieser Reihe kaufen. Ich hoffe, sie sind alle so und ich hoffe nicht nur, dass es jetzt diese Farbe ist. Aber ich liebe diesen Lippenstift. Super, super toll. Gehen wir weiter zu den MAC Lippenstiften. Ich habe zwei matte und zwar einmal die Farbe Deep for Danger. Diesen habt ihr auch schon des Öfteren jetzt gesehen. Ein wunderschönes Rot. Ich liebe diese Farbe. Ganz, ganz tolles, tolles Rot. Und die Farbe Whirl, den ich jetzt nicht swatchen werde, weil ich möchte den verkaufen. Wenn einer von euch Interesse an diesem Lippenstift hat, ich habe ihn nur einmal geswatcht und ich habe ihn bisher auch nur zweimal getragen. Also er ist so gut wie neu. Ich werde ihn desinfizieren, wenn einer Interesse an dieser Farbe hat. Es ist halt nicht meine Farbe, leider. Er ist einfach zu braun. Ich hätte mir den eher so gewünscht wie diesen hier. Nur gut, sind zwei komplett unterschiedliche Lippenstifte. Kommen wir aber zu der Textur. Deep for Danger, ein Lippenstift, den ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig getragen habe. Er ist vom Auftrag schon etwas schwieriger, weil er trockener ist. Er ist eher auf der trockenen Seite, von daher würde ich ihm vom Auftrag nur eine 2 geben. Er ist nicht besonders cremig und er ist dann auch trocken. Dieser Lippenstift hat allerdings in der Haltbarkeit bei mir absolut eine 1 verdient. Keiner meiner matten Lippenstifte hält so lange wie dieser MAC Lippenstift und auch dieser ist auf der trockenen Seite vom Auftrag her schon, aber es ist eben dieses Zusammenspiel. Ist ein Lippenstift trocken im Auftrag, dann muss er eben auch besonders haltbar sein und dieser ist super, super haltbar. Und ich würde aber nicht sagen, dass ich nach ein paar Stunden, natürlich habe ich ein trockenes Gefühl auf den Lippen, aber es ist nicht so schlimm, dass ich sage, um Gottes Willen, ich muss das abmachen. Ich kann es nicht ertragen oder so. Ich
finde, der hält so lange. Ich habe noch nie einen Lippenstift gehabt, der so lange auf den Lippen hält. Und dafür ist er auch nicht besonders trocken. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, er hat auf jeden Fall, ist das auch einer unter meinen Top 3. Ich bin sowas von begeistert von der Textur. Ich komme mit der Textur super klar. Wenn ihr natürlich zu den Leuten gehört, die super extrem empfindlich auf den Lippen sind, die beim kleinsten Gefühl von Trockenheit sofort irgendwie schmieren müssen, dann sind generell matte Lippenstifte nichts für euch, denn sie sind eben trocken. Aber es gibt eben Unterschiede, und wenn diese Lippenstifte sich so toll verhalten wie diese beiden hier von Milani und von MAC, sind meine absoluten Lieblingsmatten Lippenstifte. Wenn ihr euch jetzt allerdings ran tasten wollt in matte Lippenstift und eigentlich eher Angst vor dieser trockenen Textur habt, dann muss ich euch auf jeden Fall die Maybelline Lippenstifte empfehlen, weil die sehr, sehr cremig sind, aber eben dafür auch nicht allzu lange halten. Also ich glaube, ihr seht mittlerweile, wie ich diese Lippenstifte bewertet habe. Es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Wenn ihr irgendeinen matten Lippenstift vermisst habt, dann schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Habt ihr welche, wo ihr sagt, Mensch, probier mal die aus, wie sind die denn so? Wie gesagt, es werden noch weitere Lippenstifte folgen, weil ich wirklich ein sehr, sehr großer Fan von matten Lippenstiften bin und ich es auch nie für möglich gehalten hätte. Ich kann euch nur sagen, dieser Lippenstift, ich liebe, 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 liebe diesen Lippenstift, und auch den MAC Lippenstift liebe ich abgöttisch. Also super, super klasse. Danach werden natürlich die anderen auch so ein bisschen gemessen an diesen sehr, sehr guten Lippenstiften. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.